So, 710. Dann können wir die direkt mal nachladen. Unsere Punisher. So, der obere Weg war auf der Karte. Das war, müsste ja dann dieser hier sein. Und dann werden wir den jetzt wählen. Ach, ich glaube, Ashley muss hier drehen oder sowas, ne? Ob man wohl mit diesem Mechanismus das Tor öffnen kann. Welches Tor öffnen? Das rechte. Ich hoffe, ich liege da jetzt nicht komplett falsch mit meiner Idee, dass das hier leichter ist und auf jeden Fall Munition spart. Und selbst wenn, mein Gott, vielleicht sterben wir auch, machen es dann nochmal und nehmen dann den linken Weg. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Aber wir haben ja. Slow Motion. Wir haben ja Ashley dabei, da kann ja nichts passieren. Die passt auf uns auf. So. Läuft wieder. Ja. Soll ich da drauf schießen? Und nu? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Muss ich echt gegen den kämpfen? Ich hatte das ein bisschen anders in Erinnerung. Ich dachte, es wären nur Quicktime-Events. Was muss ich tun? Ach, abschütteln. Bams. Okay, das hatte ich definitiv anders in Erinnerung. Oh Mann. Ich dachte jetzt wirklich, ja, voll easy, Quicktime, hast du drauf. Ne? Aber können wir nicht einfach irgendwie zu dieser anderen Tür rennen? Rauskommen wir jetzt nicht, ne? Doch, wir kommen raus, aber nee, komm. Ist der Stein da oben jetzt schon weg? Wurde das wenigstens gespeichert? Lauf durch die Beine oder mach irgendetwas. Shit, weg, Leon, weg, weg, weg. Abschütteln. Au. Ich glaube, ich muss echt nur ein paar Mal dagegen treten. Tritt, tritt. Ah. Ach, oder ich hätte den Stein. Das. Pass mal auf. Das kann natürlich auch sein. Fuck. Hat er die Ashley übelst zerschmettert? Einsatz gescheitert. Ja, okay. Der Stein da oben ist jetzt echt weg, ne? Ah, Mann, warum lässt sie sich denn auch. Mann, ey. Ashley, komm. Oh shit. Die hätte ich gut gebrauchen können, die Munition. Moment. Immer die hier gerade. Weiter. Zack. Wir rocken das, Ashley. Wir beide sind voll das super Team, weil ich hier alles alleine mache. Was? Ist ver. What? Vielleicht ist der Schlüssel irgendwo. Ja, hatte ich ja einen ganz tollen Plan, ne? Mit dem L-Gigante. Ja, da muss ich jetzt wirklich. Ist da oben noch ein Stein? Ich erkenne das auch so schlecht. Da muss ich jetzt wirklich zugeben, dass meine Idee absolut blöde war und ich kann es so nicht kombinieren. Das heißt, was machen wir? Na, erstmal mit der Pistole. Ashley, komm. Da liegt der ganze Kram. Da oben, was ist das? Kann ich das abschießen? Ist das irgendwas für den Elgigante-Typen? Nein. Aber hey, Muni. Wow, alter Schlüssel, geil. So, mitnehmen, mitnehmen. Und jetzt gleich in einer ruhigen Ecke werde ich mal eben. Oh, diese Kamera von so weit unten, ne?
So, mal eben Ashley heilen, weil wenn er sie nämlich jetzt nochmal packt, damit ihr nichts passiert. Das habe ich mir doch fast gedacht. Alter, schieß! Ashley, ich weiß nicht wirklich, was ich hier tun soll mit dir. Ich hätte jetzt vermutlich wieder schneiden können. Nimm, 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 nimm. Ja, nimm. Ja. 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 Ja, ich möchte hier alles mitnehmen, Mann. Wie viel ist denn hier? Ja. Ja. Weißt du was? Ich scheiß gleich drauf, wirklich. Ja, purpurner Edelstein. Ashley, beweg dich. Wir haben keine Heilung mehr für dich, also mach hinne. 'Hui, ja bitte, lass es jetzt funktionieren. Ja, okay, danke, raus. Oh Mann. Oh Mann, ey. Ja doch, also wie gesagt, ich hatte es anders in Erinnerung. Geklappt hat es jetzt trotzdem. Wahrscheinlich wieder mehr Glück als Verstand. Und mehr Glück als Können, aber das ist ja... sowieso Standard. Da oben ist unser Freund. Moment, wir machen mal eben... so. Nicht, dass da irgendetwas drin ist. Das hätte ich beim El Gigante vorhin eigentlich auch machen sollen. Oh, Schreibmaschine. Sehr gut. Letzte Verteidigung. Ich habe den Amerikaner unterschätzt. Er lebt noch. Ich hatte gedacht, wir könnten warten, bis der Parasit in seinem Körper geschlüpft ist. Aber nun könnte er vorher das Dorf zerstören. Wir müssen etwas unternehmen. Wir ändern unsere Prioritäten, stellen die Suche nach Louis ein und konzentrieren uns auf die zwei Amerikaner. Wo man aus der Gondel aussteigt, ist eine alte Folterkammer für Verräter. Ist eine als Folterkammer für Verräter genutzte Hütte. Dort können wir sie stellen. Sollte alles schief gehen, müssen sie auf dem Weg zum Tor nach draußen immer noch an mir vorbei. Denn das Tor reagiert nur auf meine Augen. Das Tor reagiert auf deine Augen. Sturmgewehrmuni. Da muss ich gleich mal schauen, ob wir das irgendwie in den Koffer bekommen, weil dann würde ich das nämlich jetzt gleich echt kaufen. So, und natürlich erste Hilfe, Spray für Ashley wäre super. So, mal eben nachschauen. 3 Schuss, 10 ein. Ich glaube, der Platz reicht gar nicht für das Sturmgewehr. Der Platz im M-Koffer, wenn dann vielleicht im L. Soll ich mal nachschauen? Ja, hier, Spinell kannst du haben, 3-mal. Lingna, dass sie einst eingefasst war. Okay, das behalten wir. Lässt vermuten, dass sie einst eingefasst war. Ah, okay, dann behalten wir alles noch. What are you buying? Ja, Aktenkoffer L können wir noch nicht. Sturmgewehr. Is that all, stranger? Nee. Come back, Eddie. Ich bin da gerade wirklich unsicher. Ich weiß es nicht. Wobei, guck mal, das hat... ach doch, das könnte reinpassen, wenn ich nämlich das hier auswähle. Das geht wieder nicht mit der Taste. Das geht natürlich nur wieder mit einer anderen, oder wie? Das hier verstehe ich noch nicht, warum ich die... das ist gerade voll peinlich. Nein, warum ich hier die Dinger im Inventar nicht einfach so, wie ich das sonst auch mache, drehen kann. Das checke ich nicht. Oder geht das einfach mit der Munition nicht? Es funktioniert nicht. Es wird mir auch oben nie angezeigt, dass ich in dem Fenster bin. Was ist das hier für ein Mist? So geht's nicht, so geht's nicht. So wechselt der. Ich will nicht, dass er wechselt. Ich will, dass er das dreht. Okay. Nichts mehr gesagt. So, dann packen wir das nämlich dahin. Okay, vielleicht haben wir doch... Ja. Vielleicht haben wir doch Platz für Sturmgewehr. What are you buying? Is that all? Ja, das ist alles. Und das kommt
Hier in die Ecke. Hey, cool, das passt ja dann doch. Gut, haben wir noch ein bisschen Platz? Okay. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall... Hatte der jetzt kein Erste-Hilfe-Zeug? Ja, das wäre natürlich doof. Oder ich war jetzt so mit dem Sturmgewehr beschäftigt. Doch hat... Was? Alter, 5000! Bist du doof? Was? Na komm, Ashley, wir gehen da so durch. Oder? Oder? Sowas mag ich nicht. Was kann ich denn dann jetzt mal verkaufen? Ich könnte... Ach komm, ich verkaufe eine Blendgranate. Ja. Okay, hätten wir das auch geklärt. Erste Hilfe-Spray kaufen. Alter, ja, das ist alles. Das kriegt jetzt eh direkt Ashley. Was? Du musst neben Ashley sein, um sie zu heilen. Natürlich. So, reicht euch das an Nähe, die ich gerade zu Ashley aufbaue? Sehr schön. So, jetzt können wir aber loslegen, oder? Das Tor öffnet sich nur durch meine Augen. Lässt sich nicht öffnen. Dies scheint der einzige Weg aus dem Dorf zu sein. Dieses Licht sieht aus wie ein Gerät zur Iriserkennung. Jo, und ein Auge ist drin, wie es aussieht. Hier noch irgendwas? Nö. Follow me. Okay. Oh, eine romantische Gondelfahrt. Das wird jetzt bestimmt voll schön. Ashley, kommst du? Ich habe da was vor mit dir. In der Gondel. Aufsteigen. Ach, natürlich. Es wäre ja zu schön gewesen, wenn hier keine Gegner kommen würden, ne? Ach du. Okay. Ah, Manu. Schon ein paar mehr. Shit. Shit. Okay. Auch. Den haben wir auch. Oh, da ist noch einer. Na? Doch jetzt ganz gut funktioniert. Und von oben kommt ja hoffentlich nichts mehr, ne? Oh, Ashley, das ist einfach so schön hier mit dir. Er findet sie auch cool, hatte er vorhin gesagt. Ashley ist so richtig cool. Die personifizierte Coolness. Sozusagen. Da geht's runter. Was ist denn hier noch Schönes drin? Kann man da irgendwas machen? Dies scheinen die Bedienfelder für den Fahrstuhl zu sein. Da spiele ich lieber nicht dran rum, denn ich muss damit zurückfahren. Alles klar. Dann lassen wir das. Ist hier in den Schränken vielleicht noch etwas? Das ist ja super toll, dass ich hier so viele Granaten habe. Aber ein bisschen mehr Heilung wäre echt nett. Naja, okay. Ja, dann wollen wir mal runter. Da geht's lang und es geht auch noch weiter runter. Sind da welche? Habe ich da wen gehört? Oh! Ah, Mann! Nein! Wir werden in die Luft fliegen! Und Ashley ist tot, oder? Ja! Oh mein Gott, ey. Aber ich habe schon... Wo sind wir jetzt? Ah, hier. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass einige von euch geschrieben haben, sie sind auch ziemlich oft gestorben an manchen Stellen. Aber ist ja auch kein Wunder. Dann werde ich Ashley gleich einfach da oben auf dieser kleinen Plattform an der Treppe, werde ich die einfach stehen lassen. Und das Ganze alleine regeln. Ist mir dann doch ein bisschen lieber.
So, raus hier. Ich hoffe nur, da passiert dann nichts, ne? Wenn sie hier stehen bleibt, nicht, dass dann von unten vielleicht doch noch jemand kommt und ich renne jetzt direkt mal rein und schnapp mir den. Nein, 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 nein! Hey, cool. Was hat er gesagt? Zettler? Noch so ganz leise zum Abschluss. Ashley, du kannst wiederkommen. Hier oben geht nämlich eine Treppe hoch. Eine Leiter, meine ich. Oh. Müssen wir jetzt hier... Wait. Ah. Komm, den können wir mal wieder... Jetzt wollte ich gerade sagen, den können wir mal wieder mit dem Messer machen. Und dann sowas. Was ist das hier? Das Blut ist noch frisch. Hat hier ein Ritual stattgefunden? Ja, sie haben Ashley geopfert. Haben sie echt? Wo ist sie? Follow me. Achso. Ach, das war nur für einen Schatz oder so. Was ist das denn? Ein goldenes Ei, das in der Luft schwebt? Du erhältst gelbes Katzenauge. Okay, jetzt haben wir ein gelbes und ein grünes. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich glaube, dann sind die für die Maske. Ich kann ja auch gleich mal... Achso, natürlich, auffangen. Ich kann ja auch gleich mal ausprobieren, wie genau wir unsere Schätze, die wir haben, kombinieren können oder so. Ist da noch irgendwas? Nö. Okay, dann war dieser Weg echt nur für das Katzenauge. Oh, ich glaube, ich lasse sie direkt... Was? Noch ein Händler? Schon wieder ein Händler? Und ein Speicherpunkt? Da kommt doch dann gleich wieder was Großes. Und die Pistolenmuni auch noch? Hm, ja... Okay. Welcome. Warum kommt der so oft? Warum? Ja. Warum kommen so viele Speicherpunkte? Ich möchte eigentlich nur Erste Hilfe kaufen. Na. Ah. Ah. So ein Blödmann. Dann schauen wir mal. Wir haben ein grünes Katzenauge. Können wir die... Ah, damit kombinieren. Ja, dann ist das das Einzige, was wir haben. Tja, gut. Müssen wir ohne Heilung auskommen. Aber nicht ohne Speichern. Speicher muss sein nach 3 Stunden. Ey, 19 Speicherpunkte. Ich finde das echt viel.